Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies. Im letzten Part ging es vor allem um eine kleine Unstimmigkeit, nämlich die Tatsache, dass Rifle am Showpool war und dass das Marlon nicht gesehen hat. Und das scheint nicht so mega relevant zu sein, aber Phoenix sagt doch, das ist ultra relevant. Und warum genau das so ist und was Marlon da jetzt eigentlich währenddessen gemacht hat, warum er ihn nicht gesehen hat, bin ich mir selber noch nicht ganz sicher, aber Phoenix wird das schon wissen, was er da tut. Wie so oft. But it's a key point that proves what Mr. Rhymes was trying to do. The penguin is a key point. The show stage pool is very deep. If Rifle came to visit while Mr. Rhymes was at the bottom of this pool, he would have never noticed Rifle. Arr. Workers can be out of the water for a short time without sustaining damage. But if they're out of the water for a long time, they weaken and eventually die. In order to kill Orla, Mr. Rhymes had to drain the pool. And while the pool was drained of water, Mr. Shipley fell to his death. The show stage pool is about 65 feet deep, just like the Orca pool. Without water in the pool, a person could be made to fall 65 feet. Ja. Aber ich verstehe noch nicht, was es jetzt mit der Leiter zu tun hat. Und, also, ja, mal schauen. Mr. Rhymes probably wondered what to do. If he continued with his plan to kill Orla, how would he dispose of Mr. Shipley's body? So he devised a plan to kill two birds with one stone. Ja, das war, vielleicht war das sogar ein Unfall, dass Shipley gestorben ist, tatsächlich. Das kann sogar sein. Weil Rhymes wollte ja Shipley gar nicht töten. Er wollte ja Orla töten. What? How? Mr. Rhymes went down to the bottom of the pool and put the victim's body in the rock. He then had Miss Buckler move the rock and the body together. Silence. Silence. And the witness made the defendant do this somehow without arousing her suspicion. That's right. Mr. Shipley told Miss Buckler that she couldn't perform in the new show. Miss Buckler became upset and wanted to switch back to the old version of the show. So Mr. Rhymes conveniently suggested that she take and hide a prop for the new show. Das stimmt. Mr. Rhymes then manipulated Orla using her singing and lifesaver tricks. He schemed to have Orla find the body while Mr. Plume would be standing witness. He saddled Orla with the false charge of murder so that Orla would be put down. What? Ah! Ah! War das Blut? Ah! Was aus seinen Löchern da rauskam? Oder wie? So the fact that the witness didn't see the penguin shows that when Rifle visited the show stage, Rhymes was putting the body in the rock. At the bottom of the pool, that is. Who would have thought the presence of a penguin could prove the witness's actions? It's working. Just a little further now and Sasha will be proven not guilty. Okay, ja, das macht jetzt schon Sinn. Irgendwie. Also Jack ist gestorben, vielleicht durch einen Unfall, vielleicht auch bewusst, keine Ahnung. Dann, wo kein Wasser mehr drin war. Während Orla da auch am Boden lag und versucht hat zu überleben, was sie ja ein bisschen kann ohne Wasser. Und dann ist halt Rhymes nach unten gegangen, war in Panik, weil Jack gestorben ist, hat ihn dann in den Skyrock reingestopft. Hat Sasha den rüber transportieren lassen und alles. Das ist okay, das macht schon Sinn. Die Fingerabdrücke machen aber noch keinen Sinn. Weil er ja von oben an die Leiter hingeklettert ist. Wenn ich eine Leiter in einen Pool runtergehe, dann gehe ich halt die normal runter. Ohne mit dem Kopf voran da runterzugehen, ne? Silence. Also irgendwas stimmt noch nicht. If you think you've won this battle, you are sorely mistaken. Your theory is based on the notion that the witness could manipulate the Orca. Witness, can you control the Orca's actions? Of course not. What kind of bitch be that? I be but a simple animal keeper. If my memory serves, wasn't Miss Buckler the only one who could issue commands to the Orca? Nein, das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Wir haben auch schon, glaube ich, gehört, ich glaube, Sasha hat das erzählt, dass Asura ihrem Freund die ganzen Tricks gezeigt hat, weil sie halt damit angeben wollte und ihrem Freund zeigen wollte, hey, schau mal, was Orla alles kann. Und der Freund war ja Marlon, das wissen wir jetzt, das ist sogar bestätigt worden von ihm selber. Deswegen wusste er es halt deswegen, ganz easy. Und das sind ja dieselben gewesen. The judges played is sharper than the lawyers. If you wish to do battle with a witness, you need a honed blade. Where's your sort of evidence that Marlon Rhymes could manipulate the Orca? Ah! Ja, das ist einfach, da habe ich einen Beweis. Also, habe ich wirklich einen Beweis?
In der Gerichtsakte muss ich mal gucken, dann gleich. Vielleicht steht es bei der Pfeife oder so. Wurde es da geupdatet? Ich schau mal gleich kurz nach. Warte mal kurz. Weil die habe ich ja immer noch. Stimmt, wir haben übrigens immer noch dies. Das macht ja auch noch keinen Sinn. Dass Orla nicht zwei Befehle auf einmal machen kann. Aber sie hat ja gesungen und währenddessen den gerettet. Also das macht immer noch keinen Sinn. Irgendwie. Wie man es auch dreht und wendet. Aber das haben wir doch erfahren. Aber das war halt eine Aussage leider, die wir gehört haben von Sasha. Dass Asura ihrem Freund die Tricks beigebracht hat. Oder gezeigt hat. Egal. Rhymes had to have manipulated Orla in order for his plan to work. But how can I prove it? Well, it appears this line of reasoning has become unsustainable. Athena! Well, it appears that I was mistaken. Athena? I've analyzed the hearts of all kinds of people. I have enough experience to see when I look into your heart that you haven't given up. So that objection was my way of speaking up for your heart, or... She's right. Why would I become a lawyer again, only to give up? I have to keep fighting. Athena, thank you. With your help, I've remembered the old right way. The right way? Your Honor, I'm not finished with presenting my arguments. Do you have anything else to ask the witness? You've cross-examined all the witnesses and presented all your evidence. Objection! All the witnesses? I don't think so. I haven't cross-examined the most important one, the central figure in both cases. Sasha. Stimmt, das wäre gut, weil wir haben ja von Sasha gehört, dass Astora ihm das gezeigt hat und so. The central figure. The one involved in not only the case a year ago, but this current case too. Oder? I've never called her as a witness, but it's time to do so now. Oder, Moment, meint ihr mal anders? Who are you talking about? I demand you tell the court immediately. Who is the central figure in both cases? Warte mal, wann kam Sasha nochmal hinzu? Sasha ist ja die Nachfolge. Ja, ja, doch, genau, das passt schon. Sasha ist die Nachfolgerin von Asura natürlich, aber die war damals auch schon da, weil damals hat ja Asura ihr schon die ganzen Tricks beigebracht und so. Ja, genau. Jack können wir nicht mehr rufen. Asura können wir nicht mehr rufen. Ja. Ich meine, Sasha war zwar schon mal Zeugin am ersten Verhandlungstag, aber da haben, glaube ich, nicht wir sie gerufen. Da hat, glaube ich, Blackwell sie gerufen, meine ich. Aber ja, sie ist die zentrale Figur. Take that! Oder? Doch nicht? If that's your central figure, the one who holds the key to it all. Then even Tucker here could win a guilty verdict against you. Das ist falsch, warum? Na! Ah! Oder halt Orla. Orla gibt's natürlich auch noch. I have the final say over the verdict. Just as I have final say over assigning penalties. But there's no way I can give up now. Ja, das stimmt natürlich auch, ne? Das ist richtig. Orla war auch noch keine Zeugin. Sie war zwar über den Monitor bei der ersten Verhandlung da, aber sie war dann, sie wurde nicht als Zeugin gerufen. Das stimmt. Und das stimmt, Orla ist sogar noch wichtiger als Sasha. Für beide Fälle. Das ist richtig. Weil Orla war ja die Angeklagte für den ersten Fall vor einem Jahr und jetzt hier auch wieder. Also Orla ist es, stimmt schon. Das ist halt blöd, weil wir können Orla nicht so leicht befragen. Aber das wäre wieder mal nicht das erste Mal, dass Phoenix ein Tier in den Zeugenstand ruft. Also ja, ne? Dann ist es Orla. Sorry. Ich habe jetzt halt gedacht eben, weil ich meine, das ist nämlich doof, weil unsere ganze Argumentation hat halt Sinn gemacht und dann sagt halt Blackwell, dass wir das nicht beweisen können, dass Marlon die Tricks da, den Lifesaver-Trick und das Singen drauf hat, aber doch hat er und das könnte Sasha beweisen, weil Sasha, das hat uns doch Sasha erzählt, oder? Dass Azor ihrem Freund das beigebracht hat, die Tricks. Bin ich mir recht sicher, dass sie das gesagt hat. Und deswegen, das könnte halt Sasha nochmal sagen und dann wäre easy. Deswegen dachte ich an Sasha. Wisst ihr? Aber speziell auf diese Frage, Orla ist eher die zentrale Person. Oder Figur. In beiden Fällen, das stimmt. Bis jetzt aber. The defense calls the central figure in both cases Orla the Orca. You intend to cross-examine an Orca? Ach, cross-examine an Orca? You must be adult. It'd be impossible, says I.
Feed, feed, werden wir gleich hören. Objection, feed, feed. This absurdity is beyond the pale. How do you expect to question an orca, a creature incapable of speech? Order is intricately involved in this case. I have every right to cross-examine her. Besides, even if she can't speak, I think cross-examine her will be invaluable. Das ist ein Unterschied. Invaluable. Very well. Do what you will then. But if you fail to garner anything from this little exercise with the orca, I hope you realize the reward for your efforts will be will be the defendant's guilty verdicts. I'm ready and confident. So, cross-examining all of her. That was a bold move, boss. Ich finde, Sasha hätte immer noch mehr Sinn gemacht. Now all you have to do is figure out how Mr. Rhymes manipulated Orla. That's right. Now it's Orla's turn to help us save Sasha. An orca defendant yesterday. An orca witness today. This is truly unprecedented. Das mit dem Zeugen nicht unbedingt. Also für einen Orca, aber nicht für ein Tier. But even though this is highly unusual, I'm prepared to allow it. Bailiff, ready the witness telecast. We'll have a 10-minute recess while the telecast is being set up. Alles klar. Huiuiui. Ich weiß noch nicht ganz, wie das dann genau ablaufen wird. Muss ich zugeben. Nee. Weil bei einem Papageien oder so ein Kreuzverhör zu machen, geht halt noch, weil der kann ja wenigstens ein bisschen sprechen, wisst ihr? Aber Orla kann ja wirklich gar nicht sprechen. Sie kann halt nur Reaktionen machen auf... Sie versteht uns ja auch nicht. So irgendwie. Aber sie versteht nicht, was man sagt. Und so, wie man sich verhält, versteht sie vielleicht. Aber es wird schwierig. Ich habe keine Ahnung, wie das dann ablaufen wird. Vielleicht werden wir auch ihre Emotionen uns angucken müssen, weil das ist vielleicht leichter, die Emotionen von Orla herauszufinden. Weil sprechen kann sie ja nicht. Und deswegen muss dann vielleicht Athena helfen. Und dann können wir ihre Emotionen herausfinden und dadurch dann herausfinden, was da los war bei der Tat. Keine Ahnung. Leave it to you to think of something like calling Orla, Mr. Wright. Well, she's the only one who knows all the answers, after all. Ja, das stimmt schon, ja. Sie war bei beiden Taten wahrscheinlich dabei und weiß genau, wie es abgelaufen ist. I just talked to Pearls and she said Orla seems to be feeling fine. Now we have to try and figure out how Mr. Rhymes manipulated Orla. If you put Mr. Rhymes and Orla together, maybe we can get some kind of clue. Ja, genau. And I can't forget about that strange set of prints of Rhymes either. Mhm. I really appreciate you trying to save both Orla and me. I had no idea Marlin hated Orla like that. I feel like I've been shocked by a torpedo ray. Of course he would hate the killer whale that murdered his girlfriend right in front of him. Oh, Mr. Bloom, the Bloom, you've been watching the trial? Oh yes, I came to make a declaration of war. A declaration of war? No matter what the results of today's trial, I will report the truth in my new book. Natürlich. Even if that truth goes against what I wrote in The Killer Killer Whale. Oh, alle sind sie da. I don't know what the truth is. Not even about what happened a year ago. Dr. Crab. A Sarah died right in front of my eyes. In the middle of a pirate show. She suddenly fell from the orca's back and began to thrash around in pain. The orca was singing a song and then started headbutting a Sarah over and over. Finally, the orca took Asura in her mouth and brought her to the side of the pool. Just before she died, Asura was holding her chest in obvious pain. Das ist okay. Wir haben ja auch schon gehört, also das ist ja auch total komisch. Wir haben ja auch schon gehört, dass Asura ja so ein Herzproblem hat. Und Sasha hat ja auch so ein Herzproblem. Ne? Das ist auch total komisch übrigens, dass die beide so ein Herzproblem haben. Also die haben auch irgendwas miteinander zu tun. Die sind Geschwister und haben das beide. Oder irgendwie so, ich weiß nicht genau. She was holding her chest. Wait a minute. Could it be? I don't think Orla was to blame for the incident a year ago. Genau, die ist halt einfach durch ihr Herzproblem gestorben. Dann. Das ist schon logisch. Also warum Orla sie jetzt auch geheadbuttet hat, weiß nicht genau. Ist sie... Ja, vielleicht um sie wiederzubeleben, weil vielleicht war sie ohnmächtig oder so. Und dann hat Orla versucht, sie wiederzubeleben und hat sie dann in den Rand getragen. Oder so, vielleicht. What? I think the cause of Miss Summer's death might have been her heart condition. Heart condition? What heart condition? I never heard anything about it. Miss Summer's had a prescription with Hickfield Clinic for a heart condition. The orca didn't kill her. I think it's possible her heart condition did.
What? Asura had a heart condition too? Hat das nicht sie uns erzählt? Wir hatten uns das erzählt. War das nicht sie? I guess she hid it from everybody, just like I did. Ja, von wem haben wir das nochmal? Das haben wir doch von irgendwem erfahren. Oder nicht? Dass sie... Von wem waren das nochmal? War das... Ich dachte, es wäre Sasha gewesen. Oder war es Crab? Aber er weiß es ja auch nicht. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. So, that means... The Orca was innocent a year ago too. It's just a theory, but... I think the Orca had by that Asura to check on her, genau. And then did a lifesaver trick to rescue her. So there was no need to put the Orca down after all. So, we really did intend to put Orla down. No, Jack and I were against such a thing from the start. But you said you were going to euthanize the Orca. Yeah, I've been wondering about that. Dr. Crab, about this capsule. It's not a poison, but a sleeping drug, right? That's right. Even if Orla attacks someone, or even if the Center for Dangerous Animal Control demands she be put down, I never had any intention of killing her. I would use sleeping pills to make it look like she was dead and then set her free. Oh, okay. Oh, Crab is echt voll cool. That's why I purchased so many sleeping capsules. Oh, that's why! I never considered the possibility that that poor woman's death was illness. She seems pretty disturbed, to be wrong. I simply want to know the truth. That is why I will tell you who my client is. The day I witnessed the owner's death, I was there at the request of the animal keeper. Marlon Rhymes? That is correct. That day my client called me to ask me to investigate the orca pool. He must have wanted you to witness what Orla was going to do. Ah, okay. Why did you decide to tell us this? My desire to protect my client was standing in the way of the truth. I couldn't allow that. I will be watching to see how this all unfolds. Good luck to you, Blue and Yellow Duo. Peng! Ja, und sie wurde gerufen von Rhymes, damit er halt eine Zeugin hat für Orla. Well, that was quite a bombshell she just dropped, and so casually too. That woman really is a free spirit. Do you remember what you said yesterday, Mr. Lawyer? That you'd expose any secret if it would help save Sasha. I remember. It's my duty as a lawyer. Well, I just wanted you to know that I don't blame you for exposing the aquarium secret. Genau. Es gibt ja auch noch ein großes Secret über das Aquarium mit 5 Blockaden bei ihm. It may put me in hot water, but if it helps save the orca. Let me clue you in on another secret. Focus on the orca's song. No, okay, ich wollte eigentlich noch die Pause beenden in diesem Part, aber es geht auch noch ein bisschen. Deswegen jetzt beende ich dann mal hier den Part von Phoenix Wright Ace Attorney Duel Destinies. Wir haben jetzt schon in der Pause voll wichtige Dinge erfahren, irgendwie. Einerseits, dass Asura wahrscheinlich halt durch ihre Herzkrankheit gestorben ist. Dann, dass The Plume von Marlon gerufen wurde und dass Marlon ihr Klient ist, der ihr immer da Infos zuspielt und so über den Orca und sowas. Worüber sie auch das Buch geschrieben hat. Und jetzt gibt es nochmal das riesengroße Geheimnis vom Aquarium über den Orca-Song. Und was es damit auf sich hat, das werden wir dann beim nächsten Mal herausfinden. Gut, also dann Leute, eben bis zum nächsten Mal. Ciao.